den Kopf frei für positive Gedanken. Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Sprüche 23,7. Es ist wichtig, gesunde und positive Gedanken über sich selbst zu haben. Sie können das Leben nicht lieben, wenn Sie immer negativ denken. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, dann fassen Sie den Entschluss, Ihre Denkweise zu ändern. Ich habe festgestellt, dass die beste Art, positiv denken zu lernen, ist, Gott um viel Hilfe zu bitten und zwar oft. Der schwerste Schritt, um von einer negativen Denkweise loszukommen, ist zuzugeben, dass man ein Problem damit hat und Gott um Hilfe zu bitten. Aber wenn Sie das erst einmal tun, können Sie die negativen Gedanken überwinden, denn die Bibel sagt, dass Sie in Christus ein neuer Mensch sind, 2. Korinther 5,17. Viele Leute wagen es nicht mehr zu hoffen, weil sie so oft enttäuscht worden sind im Leben. Ihre Philosophie lautet, wenn ich nichts Gutes erwarte, kann ich auch nicht enttäuscht werden. So habe ich früher auch gedacht. Ich hatte so viele Enttäuschungen erlebt, dass es mir schwer fiel, zuversichtlich zu sein. Als ich anfing in der Bibel zu lesen und Gott zu vertrauen, dass er mich wieder heil machen würde, wurde mir klar, dass meine negativen Gedanken verschwinden mussten. Wir können in jeder Situation üben, zuversichtlich zu sein. Falls Sie gerade eine schwere Zeit durchleben, dann erwarten Sie, dass Gott die Dinge zum Guten für Sie wendet. Als Christ müssen Sie um Ihre Gedankenwelt kämpfen, denn Ihr Verstand ist nicht automatisch in Einklang mit Gottes Plan. Nehmen Sie sich einmal Zeit, die Aussagen der Bibel mit Ihren Gedanken zu vergleichen. Erlauben Sie Gott, Ihre Gedanken mit seinen in Einklang zu bringen. Er hat mir gezeigt, wie ich positiver denken kann, und er kann es Ihnen auch zeigen. Gebet: Gott, ich gestehe, dass ich mit negativen Gedanken kämpfe und deine Hilfe brauche. Bring meine Gedanken in Einklang mit deinen. Erinnere mich in jeder Situation daran, dass du alles zu meinem Besten wirken wirst.